Ja, guten Abend, meine Damen und die, die Ihnen nachgelaufen sind. Ich heiße nicht nur Hans Eppert, sondern Sie auch herzlichst willkommen. Ja, vor ein paar Monaten, als ich die Einladung für dieses Video bekam, überlegte ich mir, was ich wohl am besten erzählen könne. Ich saß also bei mir zu Hause, so Schnaps war das nicht. Das war was anderes. Was war das denn nochmal? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Whisky. Ich saß also bei mir zu Hause, so Whisky. Nee, Moment mal. Whisky war es auch nicht. Himmelgesäß und Negern, wie saß ich denn zu Hause nochmal? Ach, natürlich, jetzt weiß ich es aber. Rum. Ich saß bei mir zu Hause also so rum. Ich wusste doch, irgendein Getränk für Kinder war das, oder so. Ja, ich bin ja heute wieder so ein Schelm, ne? Und als ich so zu Hause saß und nachdachte, dachte ich, wie wäre es denn, wenn ich heute zwei Gedichte vortragen würde? Möglich, dass die Gedichte schon ein oder zwei Leute kennen, aber das macht so gut wie fast wenig. Ja, was? Was sagen Sie da in der ersten Reihe? Eine Rose? Oh, danke, danke. Das ist nett gemeint, aber ich vertrag kein Grünzeug. Nee? Ach, Hose! Wieso, was ist mit meiner Hose? Oh, oh! Ja, da ist der Reißverschluss ja noch offen. Bitte entschuldigen Sie. Da brauchte wohl jemand frische Luft. Ja. Alles im Leben geht natürlich zu, nur meine Hose geht natürlich nicht zu. So, ja, das ist mir jetzt ein wenig unangenehm, nicht wahr? Fühle ich mich ein wenig blamiert, obwohl, wo schauen Sie eigentlich bei den Künstlern hin, wenn Ihnen das direkt so aufgefallen ist? Meine Augen sind hier oben und nicht da unten. Da unten, da ist, naja, lassen Sie es gut sein. Ja, ne, aus der Nummer kommen Sie nicht mehr raus. Jetzt fragen Sie sich mal, wer hier die blamierte Person ist. So, also fangen wir an mit einem passenden Gedicht natürlich. Das Gedicht heißt Die Marionette. Es war mal eine kleine nette, an Fäden hängende Marionette. Sie war nicht recht klug, aber auch nicht recht dumm und hing den ganzen Tag nur rum. Wie geführt durch fremde Geister hielt sie am Kreuz ein großer Meister. Ihr Leben war die Bühnenwelt, ihr Lohn Applaus und wenig Geld. Doch einsehen wollt sie nie, oh wei, dass sie ein rechter Holzkopf sei. Noch eine Figur, noch ein Gedicht. Passend zu dem heutigen Anlass für das Keduma Marionettentheater. Nun, Sie müssen wissen, vor genau 10 Jahren kam Keduma nach YouTube, was auch immer das sein soll. Ne? Zu meiner Zeit kannte man nur eine Zahnpasta-Tube, aber das ist wohl nicht die Tube, von der hier geredet wird. Ja, und wir haben damals nicht damit gerechnet, so einen Erfolg zu haben. Deswegen vielen Dank an alle Fans, alle, die uns unterstützt und ja, alle, die ich jetzt vergessen habe. So, das nächste Gedicht. Keduma bei YouTube.
Es schallt heute durch jeden Wald, Keduma bei YouTube wird alt. Noch vor einigen Jahren, als wir Puppen wenig bekannt waren, da kam Sud ne Idee ganz nett und zack waren wir im Internet. Das ist jetzt nun 10 Jahre her und unsere Videos werden immer mehr. So wollen wir, ihr könnt's euch denken, noch viele lustige Videos schenken. Keduma ist heute wohl zumute und wünschen tun wir alles Gute. Doch ihr Lieben, seid nicht bang, das Gedicht geht nicht mehr lang, denn was zuletzt noch kommen muss, ist ein Schluss. Ich bin ja heute von links reingekommen, obwohl ja auch rechts eine Türe ist, nicht wahr? Die sind ja beide offen. Und wer überall offen ist, kann ja nicht ganz dicht sein, nicht wahr? Außerdem gefällt es mir politisch gesehen besser, lieber von links als von rechts zu kommen. Ja, jetzt denken Sie sich bestimmt etwas und ich weiß auch was. Sie denken, der Herr Eppert hätte auch von rechts kommen können, nicht wahr? Nach dem heutigen Auftritt werde ich auch was trinken. Dann heißt es bei mir wieder Suff Heidi, Suff Heida, Jupp Heidi, Jupp Heida. Ich bin ja so verstreut heute wie ein Salzsack nach dem Winter. Da habe ich wohl mal wieder etwas durcheinander gebracht, nicht wahr? Panama passieren. Mir ist ja letzte Woche was passiert. Das glauben Sie mir nicht. Aber es ist mir egal, ich erzähle es Ihnen trotzdem. Hab ja gerade eh nichts Besseres zu tun, nicht? Also ich war so bei mir zu Hause und hatte gerade nichts zu tun. Also habe ich mal geschaut, was meine Frau so macht, wenn sie der Hausarbeit nachgeht. Da bin ich ihr dann die ganze Zeit durch unser Haus hinterhergelaufen. Da hat sie sich natürlich auch ein paar Mal erschreckt, wenn ich plötzlich direkt hinter ihr stand. Aber ich fand's lustig. Da hat sie dann auch mal in der Küche das saubere Geschirr in den Schrank eingeräumt. Ich hab mir das dann angeschaut, als sie fertig war und meinte dann zu ihr, das hast du ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber das geht doch auch besser, wenn du die tiefen und die großen Teller miteinander vertauscht. Passt doch viel mehr in den Geschirrschrank rein. Da meinte meine Frau zu mir, du dummer Hund, geh mir nicht schon wieder auf die Nerven. Das hat sie zwar gesagt, aber in Wirklichkeit meinte sie ja, Mensch, mein Schatz, das ist ja eine tolle Idee. Gut, dass ich dich habe. Und das ist ja auch das Geheimnis einer langen, glücklichen Ehe. Dass man auch die versteckten Komplimente des anderen stets erkennt. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch etwas vorzutragen. Und zwar nicht nur ein elektrisches Klavier. Man sagte mir, das heißt heutzutage Keyboard. Man hat mich gefragt, ob ich drauf spielen kann. Darauf meine Antwort, ja natürlich, habe ich nur noch nie ausprobiert. Und jetzt möchte ich natürlich noch ein kleines Ständchen zum Besten geben. Instrumental. Zum 10-jährigen Bestehen von Keduma auf YouTube.